Herzlich willkommen zu einem neuen Video der RSFM. US-Dollar kann kollabieren. Wir zeigen Ihnen unser Szenario, wo wir den US-Dollar sehen. Unglaublicher Verfall, das würde dem ganzen Kryptomarkt natürlich helfen. Ebenso haben wir tolle Kooperationen. Bei HBAR möchten wir kurz darauf eingehen und insgesamt Ihnen einen Überblick verschaffen zu Bitcoin, Ethereum und CAS und HBAR. Wie immer alles nach dem Intro. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der RSFM. Ja, wir starten direkt los mit dem US30, weiterhin Seitwärtsgeschiebe, noch keine klare Entscheidung. Wichtig aktuell, wir könnten natürlich direkt in die grüne Box oder nochmal uns die rote Box und dann in die grüne Box abholen. Weiterhin Entscheidung vertagt. Gehen wir direkt weiter zum US-Dollar-Index. Unsere persönliche Erwartung aktuell, Sie sehen es wie folgt: ein Kollaps auf 92 bis 95 Dollar von aktuellem Kurs. Das heißt, wenn wir uns das Ganze jetzt hier mal anschauen, dann bewegen wir uns hier mindestens von 8% Preisverfall für den US-Dollar-Index. Unsere persönliche Meinung. Ob er jetzt direkt von hier, was unsere Primärerwartung ist, oder nochmal höher kommt, beide Szenarien sind für uns valide und wir würden beide Szenarien entsprechend hier ein 92 bis 95er ja, Verfall geben, was dann dem ganzen Kryptomarkt dann auch helfen würde. Ganz, ganz wichtig, aktuell bleibt es dabei. US-Dollar-Tether, wie sieht es hier aus? Schauen wir es uns direkt an. Hier haben wir die Möglichkeit, weiterhin, wie wir es in unserer Telegram-Gruppe auch besprochen haben, nach oben zu kommen und dann tiefer zu verfallen. Ja? Noch kurze Info für alle wegen der Telegram-Gruppe. Wir kriegen auch immer Anfragen in der kostenlosen Telegram-Gruppe. Wenn Sie wirklich einen Mehrwert haben möchten, auch von uns, mit uns arbeiten möchten, müssen Sie in die kostenpflichtige, exklusive Patron-Gruppe kommen. Da finden Sie unterhalb der Videobeschreibung den Link in die kostenlose Gruppe. Das ist eine Gruppe, wo Sie sich austauschen können, Erfahrungen besprechen können. Aber diese Gruppe ist eher im Normalfall etwas ruhiger. Deswegen, wenn Sie wirklich lernen möchten, Mehrwert möchten, dann müssen Sie in die exklusive Patreon-Gruppe kommen. Alle Infos finden Sie unterhalb der Videobeschreibung. Gehen wir direkt weiter. Market Cap, Bitcoin Dominance, hier ähnliches Szenario. Wir gehen jetzt nun davon aus, dass wir mindestens in die rote Box nach oben kommen, wenn nicht sogar etwas höher, denn diese Trendline wird nicht halten. Das ist unsere heutige Erkenntnis. Dann schauen wir uns den Bitcoin-Preis an. Wie sieht es hier aktuell aus? Wir formen hier auf Tagesbasis ein Wedge. Ebenso haben wir hier auf Tagesbasis die Möglichkeit, ein Cup and Handle Pattern zu formen, was uns dann auch in diese Region bringen würde von 30.500 bis 30.700, was wir hier bemessen haben. Sieht für Sie etwas wild aus, für uns ist das ein sehr, sehr guter Chart zum Arbeiten. Das heißt, wir gehen davon aus, entweder heute oder morgen, vermutlich eher dann morgen, dass wir hier diesen Anstieg sehen könnten. Wichtig aktuell, es wurde gefragt und wir werden auch noch auf die Kommentare eingehen. Vielen Dank auch für Ihre Kommentare, by the way. Da werden wir auch noch drauf eingehen. Es wurde dann gefragt, ja, wie sieht es aktuell aus? Was ist Ihr Worst-Case-Szenario oder Ihr bärisches Alternativszenario? Bärisches Alternativszenario sind 28.000 oder 27.200, wovon wir aktuell nicht ausgehen, dass das passieren wird. Aber das ist auch nur unsere Meinung. Passiert es dann sind wir quasi die Hyperbullen, die nicht daran geglaubt haben. Aber das ist unsere Analyse und unser Handeln. Wie gesagt, am Ende des Tages entscheiden Wahrscheinlichkeiten und darum geht es beim Markt und beim Trading. Wir gehen direkt weiter zu Ethereum. Hier hat sich nicht viel getan. Ja, rauf, runter in dem Bereich von 1840, rauf, runter minimal hier. Das ist alles gar nichts. Ja, aber ganz, ganz wichtig. Je weniger Volatilität, je langweiliger der Markt, desto explosiver die Bewegung im Nachgang. Ja, spielt völlig aktuell keine Rolle, in welche Richtung. Ja, für uns natürlich wäre es schön und wir gehen hier im bullischen Zyklus. Dennoch kann es auch erstmal kurz massiv dumpen, bevor wir pumpen. Auch das ist immer ganz, ganz wichtig auf dem Schirm zu halten. Auch wenn wir übergeordnet auf unserem Chartbild, ja, auf das Chartbild auch daran festhalten, ist es dennoch sehr, sehr wahrscheinlich, dass es immer wieder auch zu einem Verfall kommen wird. Wie gesagt, aktuell können wir sehr, sehr wohl nochmal einen harten Dump sehen. Das ist ganz, ganz wichtig und das möchten wir auch auf jeden Fall
jederzeit auch mitteilen. Denn wie gesagt, es ist keine Garantie, dass wir hier direkt hochziehen. Auch bei Ethereum, das Worst Case schauen wir uns sehr, sehr gerne gemeinsam an. Das Worst Case ist hier 1731 und Baddest Worst Case 1600. Unsere aktuelle Prognose. Jetzt gibt es natürlich noch, und da gehen wir jetzt auch nochmal ganz kurz darauf ein, ja, es ist ganz wichtig, Folgendes nochmal zu verstehen. Und wir möchten das auch gerne nochmal sagen. Ja, viele Möglichkeiten gibt es aktuell. Wir möchten es aber auch mal zeigen. Es gibt ein Szenario, ja, was eben auch immer wieder mal gesehen wird. Und da ist es so, in diesem Szenario sagen viele beispielsweise, man hat jetzt die Möglichkeit hier massiv zu korrigieren und nochmal in den Bereich der 900 zu kommen. Ja. Wir gehen davon nicht aus. Ja. Das ist einfach unserer Meinung nach aktuell keine Möglichkeit. Ja. Unser absolutes Worst Case ist diese Trendline. Wenn wir die mal von aktuellem Kurs anschauen, ist sie bei 1300 in dem Bereich. Das ist unsere absolute Worst-Case-Trendline, die dann quasi diesen Verfall mit sich bringt und wir dann so durchsteigen würden. Ja, das ist auch mal ganz, ganz wichtig. Unsere persönliche Meinung, wie immer an dieser Stelle, no financial advice und auch an dieser Stelle Ethereum. Aber für uns, solange wir hier diesen Bruch nicht gesehen haben, brauchen wir unserer Meinung nach von tieferen Kursen gar nicht sprechen. Denn wie gesagt, aktuell steht alles auf 7,5-Stellung für Anstiege. Es ist unsere Prognose, wie gesagt, unsere Meinung. Und ja, Sie können sich sicher sein, dass wir auch den Markt um uns herum sehen. Sowohl den Aktienmarkt, sowohl diverse Shorts, sowohl diverse anderen. Also Sie können darauf sicher sein, dass wir die Märkte in allen Belangen uns anschauen. Auch die Rohstoffe, wie sieht es aktuell aus, Edelmetalle und so weiter. Also wir sind wirklich in ziemlich allen Bereichen unterwegs. Aber der Fokus ist wie folgt. Trotzdem muss man die Charts getrennt betrachten. Und beispielsweise haben wir aktuell einen sehr schönen Verfall in den US-Märkten. Und der Bitcoin und der ganze Markt ist eher bedingt in einer Bewegung, sondern eher seitwärts. Gibt einzelne Ausbrüche und andere korrigieren bereits. Das wäre auch eine schöne Überleitung bereits zum nächsten Coin. Und zwar gehen wir zu Casper. Casper ist unserer Meinung nach und ist auch inzwischen unsere größte Position in unserem HODL-Portfolio. Casper ist aktuell sehr, sehr gut unterwegs. Wir sagen bei Casper, und das haben wir unserer Telegram-Gruppe mitgeteilt, dass wir hier in dem Bereich die beste abarbeitende Kryptowährung hier sehen. Und das ist für uns auch Casper. Ja, wenn wir uns das mal zu Beginn anschauen, dann hatten wir hier die Box, hat er schön genommen, hier die Box hat er genommen, diese Box hat er genommen, dann ist er hier runter, hat diese Box genommen, jetzt ist er hoch. Er muss diese Box nicht nehmen, es reicht auch hier unten das Minimale, das ist absolut passend. Ja? Was ist jetzt hier passiert, wie sieht das Ganze aus? Und das können wir sehr, 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 sehr schön hier teilen. Das heißt, wenn wir uns das Ganze anschauen, wir sind auf Weekly-Basis, dann haben wir einen schönen fünfteilige Aufwärtsbewegung gesehen, 3, 4, 5. Und sind jetzt dabei, in einer ja, ABC im Best Case zu korrigieren. Und wir haben hier unser Zielszenario hinterlegt. Und wir gehen aber davon aus, dass wir nicht tiefer kommen als die 0,026. Ja, ganz wichtig, in solch einer Bewegung ist es im Normalfall, wenn wir uns das mal vom Peak anschauen, bis in die Box rein, mindestens 50. Und im schlechtesten Fall wären wir bei 0,02 für Kass. Ja. Ganz, ganz wichtig. Jetzt schauen wir uns aber direkt mal an, wo geht denn Kass dann hin? Ja, was passiert denn dann mit Kass? Ja, und das möchten wir jetzt auch mal ganz kurz die Gelegenheit nutzen, zu zeigen nochmal. Wir werden dann aus dieser Box heraus massive Anstiege sehen in den Bereich der 0,13. Das heißt, für 13 Cent sind wir dann bei Kass. Dann gehen wir davon aus, und das ist unsere Meinung aktuell, dass wir dann im Gesamtmarkt korrigieren werden, sehr hart. Ja, das wird der gesamte Markt sein. Und dann mal schauen, haben wir das weitere Szenario bereits da? Ja. Und dann könnten wir bis auf die 37 Cent gehen. Im Best Case, ja, wir möchten es auch gleich nochmal zeigen, weil das könnte dann auch, ganz wichtig, der Bullrun sein. Ja, und dann könnten wir hier extrem durchextendieren. Ja, so wie die Coins das dann immer machen. Das heißt,
Wenn wir dann in diesem Movement, ja, durchextendieren, ja, Sie sehen, es geht dann hier schon weiter. Wenn wir in diesem Move dann durchextendieren, ja, dann könnten wir bis auf die 57 im, ja, besten Fall durchziehen. Aber wie gesagt, so weit sind wir jetzt noch nicht. Jetzt stehen wir hier ganz unten noch, ja, in der Babykette. Und diese Babykette muss erstmal wachsen und gedeihen. Aber dennoch folgt er sehr schön unseren Erwartungen aktuell. Und deswegen, wir gehen jetzt mal hier davon aus, dass wir jetzt diese Zielbox abholen. Und von dort werden wir dann sehr, sehr schnell weitere bemessen. Ganz, ganz wichtig für uns, wenn wir, und das möchten wir jetzt ganz kurz auch nochmal zu Kass sagen, wenn wir diesen Move machen, das heißt, wir kommen hier raus und wir nehmen dieses Hoch bei 0,05 raus, also bei 5 Cent. Ja, für alle, die unseren RSFM Crypto Trading Kurs oder unseren RSFM Crypto Trading Kurs Advanced durchgearbeitet haben, verstehen nun das Ganze, wieso, weshalb, warum. Am Ende des Tages können wir Ihnen jetzt schon mal sagen, dass wir hier entsprechend dann nicht mehr tiefer kommen für Kass als die 5 Cent. Ja, das heißt, ganz wichtig, wenn man hier jetzt den Einstieg schafft und die Verdopplung quasi schafft, dann hat man hier aus seinem eigenen Kapital eine Verdopplung und danach sollte es nicht mehr tiefer gehen als 5 Cent. Das ist unsere persönliche Meinung, unsere Prognose. Wie gesagt, no financial advice. Und kurz, by the way, weil wir es angesprochen haben, wir haben aktuell auf unseren RSFM Crypto Trading Kurs Advanced noch einen Rabatt. Wie gesagt, der Kurs ist sehr, sehr neu für alle Fortgeschrittene. Und ja, viel Spaß, viel Erfolg beim Lernen. Wenn Sie Informationen benötigen, auch zu dem ersten Kurs, einfach auf die Inhaltsseite unseres YouTube-Kanals. Dort sind Inhaltsvideos, was wir für Inhalte im Kurs haben. Und ja, können Sie sich gerne wieder Überblick machen. Kass, springen wir direkt weiter. Hedera Hashgraph wird Teil von FedNow. Ja, FedNow ist das neue Bezahlsystem der US-Banken. Nun wird auch eine Blockchain integriert. Ihr Preis steigt rasant. Was bedeutet das jetzt nicht nur für Kass, sondern auch für die gesamte Kryptoindustrie? Ja, und diesen Gedanken sollte man sich mal mitnehmen. Die ganze Geschichte um die SEC und das ganze Kasper-Theater, was da immer passiert, ist unserer Meinung nach sehr, 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 sehr viel. Und es hängt alles am Ende des Tages, hängen die Puppenspieler alle zusammen. Denn Sie sehen hier, was hier passiert. Ganz klassischer Fall unserer Meinung nach von Manipulation. Denn am Ende des Tages wird doch die Blockchain eingesetzt. Ja? Und würde man quasi die Blockchain verbieten oder sonstige Kryptowährungen, die unter den Top 50, Top 100 sind, dann würde man sich hier ins eigene Fleisch schneiden. Das ist unsere Meinung aber hier nur zu, wie gesagt, deswegen ist es immer dasselbe am Finanzmarkt. Wir gehen aber nun weiter, schauen uns nochmal das Wichtigste dabei an unserer Meinung nach. FedNow ist das neue Bezahlnetzwerk der Federal Reserve und ging im Juli 2023 an den Start. Es ermöglicht Zahlungen in Echtzeit rund um die Uhr, jeden Tag des Jahres. 57 der größten US-Banken sind Partner. Das bedeutet, das ganze Theater, was wir heute haben, dass man am Freitag eine Überweisung tätigt und die erst am Montag ankommt, wenn man nicht dann eine Echtzeitüberweisung hat oder vielleicht die andere Bank auf der gegenüberliegenden Seite keine Echtzeitüberweisung akzeptiert, ja, dann erledigt sich hier das Ganze und das ist dann auch unserer Meinung nach ein extrem guter Fortschritt. Hedera Hashgraph gehört unserer Meinung nach spätestens nach dieser Meldung ins Portfolio, denn es geht auch weiter. Hedera Hashgraph verkündete in den letzten Wochen auch Partnerschaften mit Hyundai, Kia und Mastercard. Sie wissen, wir sind nicht so sehr fundamental getrieben, aber es gibt manche News, wie beispielsweise jetzt bei Hedera Hashgraph, die so unserer Meinung nach enorm sind, wenn man die ganzen Fäden zusammenzählt. Genauso Microsoft-Kooperation mit Aptos. Auch das finden wir super spannend. Ja, das sind für uns alles Themen. Das ist dann fundamental auf jeden Fall mitzunehmen. Aber es ist völlig egal, ob jetzt einer links das Papier, rechts das Komma gesetzt hat. Das sind für uns News, die sind völlig irrelevant. Dann schauen wir uns Hedera Hashgraph an. Wir hatten es ja auch bereits gestern auf dem Schirm und auch zum Wochenupdate haben wir gesagt, die grüne Box sollte es dann in die nächste Box gehen. Hedera Hashgraph unterwegs auf 12 Cent, zurück auf die 9 Cent und dann sollten wir weiter in den Bereich der 18 Cent gehen. Ja, das heißt, für uns offen gesprochen ist das jetzt hier die Bodenbildung im Bereich der 3 Cent, 4 Cent, 5 Cent in diesem Bereich. Ist das die Bodenbildung? Und auch hier haben wir nochmal einen Ausblick für Hedera Hashgraph dabei. Unser Ausblick für Hedera Hashgraph ist im nächsten Move circa 1 Dollar.
Wir werden definitiv abprallen von 1 Dollar und dann geht es auf 1,27 Dollar als nächstmögliches Ziel. Wir schauen uns mal nach aktuellem Kurs die prozentualen Anstiege an. Wenn wir jetzt sagen, wir nehmen jetzt circa mal die 7 Cent, dann wäre das Zwischenziel ein 12x und bis nach oben ein 16x etwa. Ja, für uns ein tolles Investment und wir gehen auch davon aus, dass Hedera Hashgraph ein Coin ist, was das All-Time-High überschreiten wird. Und somit haben wir dann auch final unsere 10, ja, bis, kann man so sagen, 16x, die wir nicht garantiert, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit haben. Und deswegen ist auch Hedera Hashgraph sehr, sehr interessant. Ja, so viel dazu. Wir sagen herzlichen Dank. Lassen Sie gerne ein Video und ein Like da. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao. Danke sehr.